Ein herzliches Grüß Gott, meine lieben Zuseherinnen und Zuseher, liebe Abonnenten, liebe Fans. Mit dem heutigen Video ist es soweit. Die Bernie-Fanfahrten sind da. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal direkt ein. Und zwar habe ich zunächst einmal ein paar wichtige Informationen für euch. Die Buchungen sind im Übrigen ab sofort möglich. Und zwar von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Freundlicherweise hat sich mein Arbeitgeber, das Busunternehmen Kalb, bereit erklärt, die Buchungen entgegenzunehmen. Und zwar unter folgender Telefonnummer 08084 7691. Ich habe mich mit meinem Arbeitgeber beraten und so haben wir dann die Mindestteilnehmerzahl auf 30 Personen festgelegt. Das heißt also 30 Personen und gern auch deutlich mehr, denn wir haben für jede Gruppengröße den richtigen Bus. Aus organisatorischen Gründen sind mein Arbeitgeber und ich uns übereingekommen, dass ihr euren Fahrpreis dann bei Fahrtantritt bei mir im Busbar bezahlt. Weitere wichtige Informationen sind für euch die Zustiegsorte. Und dazu habe ich vorgesehen für all die Passagiere aus Dorfen und Taufkirchen an der Vils sowie deren Umgebung am Busbahnhof in Taufkirchen an der Vils. Für all die Leute, die in Erding und Umgebung zusteigen wollen, habe ich dann den Volksfestplatz festgelegt. Das ist also in der Nähe des Eisstadions. Für all die Zuseherinnen und Zuseher aus München und Umgebung habe ich mir dazu den Ostbahnhof auserkoren, und zwar an der Seite der Orleansstraße. Ihr wisst schon, dort, wo die Stadtbusse verkehren. Mir war wichtig bei diesen Bernie-Fanfahrten, dass möglichst für alle etwas dabei ist. Und ich habe darüber hinaus darauf geachtet, dass es familienfreundliche Preise sind. Ein weiteres wichtiges Augenmerk von mir war, dass all die Ziele, die wir zusammen ansteuern wollen, auch für Rollatoren und Rollstuhlfahrer geeignet sind. Ich habe bei den Bernie-Fernfahrten nach dem Motto verfahren, man fängt erstmal mit kleinen Brötchen an. So sind die meisten der Bernie-Fernfahrten für dieses Jahr zumindest überwiegend Eintagesfahrten. Es sind aber auch Zweitagesfahrten dabei. Sollte es sich herausstellen, dass dieses Konzept sich trägt, dass die Bernie-Fanfahrten, ich sag mal, funktionieren, dann werden auch im nächsten Jahr Bernie-Fanfahrten stattfinden. Dann werde ich diese aber deutlich ausbauen. Dann wird es mehrere 5-Tages- und möglicherweise sogar auch 8-Tagesfahrten geben. Doch nun wollen wir zu dem diesjährigen Programm kommen. Und zwar habe ich vorgesehen für den 1. Mai. Und zwar geht es da in das Bauernhausmuseum in Massing. Massing, das ist so im Kreis Traunstein. Die Abfahrtszeiten übrigens erfahrt ihr dann, wenn ihr bei meinem Arbeitgeber unter vorgenannter Nummer dann auch anruft. Ja, das Maibaum aufstellen ist dann dort das Thema, das Ganze mit einem schönen, reizvollen Rahmenprogramm. Dort treten Trachtentänzer auf, dort gibt es dann auch Geißelschnalzer oder auf Hochdeutsch Geißelschnalzer genannt, ein inzwischen immer selteneres urbayerisches Brauchtum, also es lohnt sich da teilzunehmen. Der Fahrpreis hierfür beträgt 24 Euro pro Person.
Und zwar setzt sich dieser Preis zusammen aus dem Sitzplatzpreis in Höhe von 20 Euro und dem gruppenermäßigten Preis in Höhe von 4 Euro. Der nächste mögliche Termin ist dann der 14. Mai, ebenfalls wieder in das Bauernhausmuseum Massing. Dort findet dann eine Führung durch die Bauerngärten statt für all die Leute, die mehr an der Natur interessiert sind. Hierfür beträgt der Preis dann 26 Euro pro Person. Dieser setzt sich zusammen aus dem Sitzplatzpreis in Höhe von 20 Euro, dem gruppenermäßigten Eintrittspreis in Höhe von 4 Euro und dann möchte der Veranstalter für die Führung einen Obolus in Höhe von 2 Euro. Dann geht es weiter am 25. Mai, ja, richtig, meine Herren, das ist der Vatertag. Und zwar geht es dann in den Bayerischen Wald, um genau zu sein, in das Bauernhofmuseum Finsterau. Denn dort findet nämlich ein Leiterwagentag statt. Das heißt, liebe Väter, nehmt einen Leiterwagen mit, egal ob der aus Holz besteht oder ob es sich um einen faltbaren Leiterwagen handelt. Diese Väter bekommen inklusive mitsamt einem Kind den Eintritt dann frei. All die anderen Herrschaften bezahlen dann 31 Euro. Und dieser setzt sich zusammen aus dem Sitzplatzpreis in Höhe von 27 Euro und auch dort wieder den gruppenermäßigten Eintrittspreis in Höhe von 4 Euro. Dann haben wir für den 10. Juni eine weitere Eintagesfahrt und zwar nämlich an den schönen Chiemsee. Und zwar geht es dazu nach Prienstock zum Einschiffen. Von dort werden wir dann auf die Herreninsel fahren und einen Aufenthalt von etwa 1,5 bis 2 Stunden haben. Wir gehen das Ganze sehr entspannt an. Anschließend geht es mit dem Schiff weiter zur Fraueninsel. Dort gibt es dann Mittagessen beim Klosterwirt. Danach habt ihr Zeit zur freien Verfügung. Der Fahrpreis hierfür beträgt 28 Euro. Dieser setzt sich zusammen aus dem Sitzplatzpreis in Höhe von 20 Euro und 8 Euro für das Schiffsticket. Behinderte sind inklusive einem Begleiter beim Schiff vom Fahrpreis ausgenommen. Diese brauchen jedoch ihren Ausweis mit einem Kennzeichen B. Ihr wisst dann sicherlich noch besser Bescheid als ich. Da ich weiß, dass am Chiemsee Fische in hervorragender Qualität angeboten werden, habe ich mir vorgenommen, für euch eine Kühlbox inklusive ausreichender Zahl an Kühlakkus mitzunehmen. Also all die Herrschaften, die sich gerne einen Fisch kaufen wollen, sei es Karpfen oder Forelle, können dies gerne tun. Haftung muss ich hier leider ausschließen, doch ich kann euch zusichern, ich werde euer Kühlgut nach bestem Wissen und Gewissen kühlen. Ebenso möchte ich ein paar Behältnisse inklusive Verpackungsmaterial mitnehmen, denn auf der Fraueninsel gibt es unter anderem auch 1 bis 2 Töpferwerkstätten mit wunderschönen Waren für all die Herrschaften unter euch, die sich mit einem Becher oder anderen schönen Dingen eindecken wollen. Haben auch hierzu die Möglichkeit. Ja, und dann kommen wir zum Monat Juli. Und zwar nämlich vom 15. bis 16. Juli. Ihr seht also, das ist unsere erste Zweitagesfahrt. Hier geht es ebenfalls dann in den Bayerischen Wald und zwar nämlich zum Landhotel Mühl, dem singenden Wirt, der ist übrigens sehr, sehr bekannt. Ja, der Preis ist ein wenig variabel. Ich sage euch sofort warum. Der Sitzplatzpreis kostet auf jeden Fall einmal 35 Euro. Dazu kommt dann der Zimmerpreis. Und zwar hat der singende Wirt insgesamt 4 Kategorien. Und zwar nämlich Kategorie 1 ist ein Einzelzimmer,
in Höhe von 54 Euro. Dann hat er Doppelzimmer der Kategorien 2, 3 und 4 zu folgenden Preisen: 45 Euro pro Person, 52 Euro pro Person und auch dann 50 Euro pro Person. Ich bitte das bei der Buchung entsprechend zu berücksichtigen, dass ihr euren Wunsch aussprecht, welche Zimmerkategorie ihr denn haben wollt und wie viele Personen ihr dabei seid. Das habe ich vorgesehen, am Tag 1 mit euch erst einmal nach Arnbruck zu fahren, und zwar nämlich zu den Mainfurtner Glaswelten. Dort könnt ihr zu Mittag essen, ihr könnt euch dort in der Glashütte ein wenig umschauen, da gibt es erfahrungsgemäß auch eine kostenlose Glasbläservorführung, und ihr könnt euch auch mit den diversen Produkten eindecken. Danach geht es weiter zum großen Arber rauf, nämlich zum Arbersee. Dort werden wir einen kleinen Aufenthalt haben, bevor wir dann schließlich dann in das Landhotel Mühl zum Singenden Wirt runterfahren. Dort werden wir dann einchecken, ich werde euch dann die Zimmerschlüssel besorgen, dann könnt ihr euch frisch machen und am Abend kommen wir dann schön gemütlich zusammen. Essen gibt es übrigens von der Karte. Und sicher wird der singende Wirt ein paar Stücke zum Besten geben. Er singt vorzugsweise Lieder aus den 50er, 60er, 70er Jahren, wie zum Beispiel Santo Domingo oder die Capri-Fischer. Also wirklich wunderbare Melodien, wunderschöne Lieder, und dieser Mann singt wirklich fantastisch. Ja, dann am Tag 2 ist dann die Rückfahrt vorgesehen. Meine Chefin, die Frau Kalb, hat mir freundlicherweise noch eine gute Idee nahegebracht, und zwar nämlich den Besuch im Bibelgarten. Das soll nur wenige hundert Meter vom Singenden Wirt entfernt sein. Da sind einzelne Szenen, wie man sie aus der Bibel so kennt, dargestellt, wie zum Beispiel auch die Grabstätte Christi. Des Weiteren, es lohnt sich im Übrigen bei Singenden Wirt auf dessen Webseite zu sehen für noch mehr Informationen, wie auch für alle anderen Fahrziele. Er bietet auch Wellness-Angebote an, wie zum Beispiel Friseur- und Sauna-Besuch und dergleichen. Das sieht er dann auf seiner Webseite noch ein bisschen besser. Diese Leistungen sind dann natürlich entsprechend sinngemäß vor Ort dann zu begleichen. So, ich würde sagen, an dieser Stelle ende ich jetzt erstmal das Video, und die anderen Fahrtziele teile ich euch dann sogleich im zweiten Teil dieses Videostreams mit. Also, bleibt ein wenig dran, wir sehen uns gleich nochmal.